Beute da oben. Todesinsel. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Einen Moment noch. Ich von hier aus diesen Pieper da vorne. Weiß ich nicht. Ich probiere es noch einmal. Meine Axt ist nicht weit genug. So. Und das war's. Das hier. Und Junge. Quake hier. Ach cool, ich kann die auch von hinten. War das in Ordnung? Sei konzentriert. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Noch ein Geist. Ja, noch ein Geist. Hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Aha. Mystischer Überrest einer im Meer verlorenen Seele. Damit kann der vielseitige Kriegergriff verbessert werden. Was haben wir hier für einen Kriegergriff? Ah! Cool! Okidoki. Und einsam. So, ich glaube, hier kommen wir noch nicht durch. Ah, warte mal. Warte mal, da kann man nach hoch. Oh. Warte mal. Da haben wir doch glatt. Hier nehmen wir mal was Neues. Mal da. Ah, dasselbe. Okay. Ja,
Da können wir noch nicht runterrutschen. Das funktioniert nicht. Dann drückt da, kriegen wir auch nicht rein. Junge, was habe ich dir über das Hilfeleisten gesagt? Lass es. Korrekt. Aber könnten wir das nicht... ist keine Diskussion. Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist wert zu wissen? Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Ah, was ist denn da drin? Ja. Blaue Dinger, da lang. Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Und da ist noch so ein Riss. Willst du hier anlegen? Ah, bitte warte. Wir sind hier fertig. Ach, von da oben ist ein Glockenspiel. Und was? Die Feuerschale? Wenn es sein muss. Ja, komm mit. Oh, komm her. Rabe. So, mal gucken, ob wir das Glockenspiel hinbekommen. Nope. Gib mir einen Moment. Ich weiß nicht, was wir hier wollen. Cool, noch mal die Donapfel. Nice. Jetzt ist das gleich auch mal Zeit für ein neues Metro. Ich freue mich jetzt erstmal. Oh. Angst bin ich an meinem Netz. Dings an dem. Hey, ein Sprachschiff geteilt. Wir sollten weitersuchen. Yay, cool. Eins von vieren. Junge, hierher. Ja. Quake hier.
Na? Oh. Was? Ja, sehe ich. Aber. Danke. Aktivieren. Gut gemacht, Jungs. Dass ich so etwas noch mal miterleben durfte. Was willst du? Euch danken. Diese toten Häscher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte sehen, wie sie ihre Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neun, um Thiels Tempel zu plündern, doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einen bärtigen mit Tätowierung? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinen Tod gerecht habt. Nutzlos. Naja, wir können nicht erwarten, dass alle etwas tun. Vielleicht hat er demnächst mehr Informationen. Warte niemals zu viel, Junge. Geister sind selten hilfreich. Wieso existieren sie? Der Schnitt, mit dem man ein Leben beendet, ist nicht immer ein sauberer. Hast du andere Geister getroffen? Ja, viele. Wie waren sie so? Lästig. Lästig. Okay. Ist die Weltenschlange, das ein Teil ihres Körpers geliebt? Oh, wir haben Besuch. Versuch. Nein, du kannst es nicht mit Quäkchen. Die Schale entzünden. Und hier kommen wir anscheinend nicht runter, obwohl da auch ein Boot ist. Okay. Dieser Punkt.
Yep. Na, ich glaube nicht, dass wir denen packen. Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Nochmal andere? Okay. Wow. Okay. Stufe 4 ist auch noch zu hoch, wenn man Stufe 1 ist. Okay. Okay. Cool. Aber einmal Stufe 4, einmal Stufe 6. Gott. Und die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders. Was ich hier an God of War richtig cool finde, ist, dass die Ladebildschirme sehr schnell sind. Weil es nicht irgendwie rumgeschnippelt oder so ist, sondern... Karte aufdecken. Sieh her. Jawohl. Hey, noch eine Schatzkarte. Der Schiffskapitän lag im Bauch der Hydra und der Schlüssel war meiner. Ich brach zu einem neuen Land auf und mein Schiff versank und damit der Schlüssel. Er schläft direkt unter den Wellen auf einem Unterwassergipfel. Mal schauen, ob wir auch diese Schatzkarte finden. Vielleicht werden wir das später irgendwie noch sehen. Wow, ja, wir sind erschrocken. Oh nein! Habt ihr gewusst? Oh, was ist denn das? Das ist neu! Ein Tatzelwurm war das. Ich kann nicht mehr. Dieser Tatzelwurm hat zwar keine Giftstacheln, besitzt jedoch eine Drüse in seiner Kehle, mit der er Gift spucken kann. Ich weiß, echt widerlich. Das Gift ist bei Berührung tödlich, daher müssen wir, selbst wenn wir ausweichen, aufpassen, nicht hineinzutreten. Okay, gut, danke für den Tippo. Ja, da kommen wir nicht hin. Sind verschlossen. Okay. Da irgendwie. Ah, guck mal, darf ich mal aufmachen? Okay.
Na, jetzt. So, halt. Ach. Tritt mir gegenüber, Gott des Donners! Deine Kampfansagen bedeuten den Göttern nichts, Geist. Sie hören nicht zu. Verspotte meinen Rachewunsch nicht. Meine Familie betete Thor an, doch ich will seinen Untergang. Beginnend mit der Statue über dem Grab meines Vaters. Unwahrscheinlich. Du bist tot. Gibt es was, das wir tun können? Natürlich gegen eine Belohnung. Wenn ihr die Statue zerstört, habt ihr meinen Segen, das Grab meines Vaters zu plündern. Er ruht auf einer Insel im Osten. Warum hast du Thor so sehr? Nach dem Tod meines Vaters errichtete meine Mutter die Statue über seinem Grab. Überraschenderweise sprach uns Thor persönlich sein Beileid aus. Zuerst freuten wir uns, doch schon bald nutzte er unsere Gastfreundschaft aus. Meine Mutter bat ihn zu gehen und Thor tötete sie im Rausch. Mir blieb alleine meine Trauer. Irgendwann verlor ich auch sie und fand an ihrer Stelle nur Wut. Das tut mir sehr leid. Komm, Junge, wir zerstören eine Statue. Goldene Talisman des Schutzes wird schnelle Erholung sofort aktivieren, nachdem sie getroffen wurden. Verfügt auch über einen passiven Effekt, der das Zeitfenster für Paraden vergrößert und die Abwehr beim Blocken deutlich erhöht. Das hört sich doch schon mal deutlich besser an. Ein bisschen Leben runter, dafür hohe Abwehr, hohe Stärke. Und her damit. Gott. Was haben wir hier eigentlich bei den Fähigkeiten mittlerweile? 2700 XP? Mal gucken. Ach komm, die sind so klein, da können wir alle drei machen. Zusammenarbeit, Akrobatik und Wildheit. So, was haben wir hier bei der Axt? Ein Sprungangriff. Froschschadenaufladung. Präzisionswurf-Kombo. Ein Konterschlag. Oh, ich glaube, den nehme ich. Der sieht toll aus. Warten wir nochmal. Halten Sie beim Kampf mit bloßen Hand R1 gedrückt, um Gegner von den Füßen zu reißen. Flump. Ja. Gedrückt, um einen gewaltigen Schwingerangriff auszuführen. L1 für einen schnellen Stampfer. Halten Sie beim Kampf R1 gedrückt. Achso, da hatten wir. Ach, guck mal den hier. Genau. Den hier möchte ich halt auch noch irgendwie Projektil einfangen und zurückwerfen. Der ist nämlich richtig cool. So. Gewaltige Schwinger. Warten wir noch. So. Genau, das haben hier im Blocken. Blocken und dann R1 drücken. Okay. So. Das Grab meines Vaters liegt auf einer Insel im Osten. Verwechselt die Thor-Statue meiner Mutter nicht mit diesem monströsen Schandfleck im Süden.